Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und ja, ich habe heute für diesen Part vor, ich muss gerade mal gucken. Und zwar, dass wir einmal ein bisschen Hauptstory machen. Der Part mit Klassenquests. Erstmal nur für diese Klasse. Wir wollten auf Stufe 10 kommen. Das heißt, ein Level noch, sozusagen. Und wenn wir dieses Level haben, geht es daran, dass wir die nächsten zwei Klassen uns hochziehen werden. Das heißt, darum wird es in den nächsten Parts gehen. So, ich werde. Also, es wird hier. So fangen wir an. Es wird hier sozusagen drei, vielleicht vier Kategorien geben. Also es wird einmal in diesem Let's Play, das hätte ich eigentlich ganz am Anfang sagen sollen, aber da ist mir das irgendwie nicht eingefallen. Es wird einmal die Hauptkategorie Hauptquest, also Main Story geben. Ich werde mir dann noch Tastenkürzel für überlegen oder es halt einfach dazu schreiben und kleinere Titel machen, keine Ahnung. So, dann wird es einmal die Klassenquests geben als Rubrik. Das heißt, Folgen, in denen ihr fast ausschließlich nur Klassen seht. Das werden wir erst auf Stufe 10 machen. Deswegen war das bisher eigentlich recht simpel. Dann wird es eine Rubrik Nebenquests geben. Das heißt, alle Quests, die so markiert sind. Das wird auch eine Rubrik sein. Dann wird es werden tatsächlich vier Rubriken, wird es eine Rubrik fürs Farmen geben. Also, gut, Farmen. Muss ich nochmal ein bisschen anders sagen, da muss ich mir noch irgendwas anderes überlegen. Da fallen in diese Rubrik Dailies rein, Innis sehen wir einfach so zum Leveln laufen. Wobei die wahrscheinlich auch mit in die Klassenquests mit reinkommen. Was da nicht mit reinkommt, sind natürlich Storyquests. Also, wenn wir eine Inni zum Beispiel das erste Mal laufen, kommt sie in die Rubrik Innis oder in die Rubrik Story. Ja, dazu gesagt. Aber diese vier Rubriken wird es geben. Im Farmen wird dann halt zum Beispiel die Berufe drin vorkommen, die es hier gibt. Also die Handwerkssachen werden da drin vorkommen. Mounts Farm zum Beispiel, wie für die einzelnen Ponys und was weiß ich, was es da nicht alles gibt. Ja, besondere Items, Ausrüstung farmen. Das wird da alles mit reinkommen. Herstellen, verkaufen. Das wird halt so ein reines Ding werden. Alle blauen Quests, also die keine Klassenquests sind, sondern alle blauen Quests werden entweder in die Rubrik Nebenstory kommen. Da weiß ich es halt nicht so genau, aber eigentlich Teile davon sind ja Nebenstory. Oder in die Rubrik Farm Innis. Das könnt ihr mir am besten mitteilen. Ich werde das so machen. Also klar, es kommt alles durcheinander. Also zum Beispiel kann jetzt heute Hauptstory sein und beim nächsten Mal zum Beispiel Nebenstory. Aber das ist dann halt zum Beispiel so, damit ihr wisst, okay, heute kommt keine Hauptstory, heute kommt zum Beispiel nur Nebenstory. Das kann ich überspringen, das muss ich nicht sehen. Ist vielleicht ein bisschen blöd, aber dann müsst ihr euch zum Beispiel nicht den ganzen Part angucken. Gut, bis hierhin war es jetzt halt wirklich eine Mischung aus allem. Aber jetzt ab Stufe 10 wird es dann halt so laufen. Ne, mit den Kategorien. Damit, wenn ihr zum Beispiel nur Innis sehen wollt bei mir, dann guckt ihr euch halt nur die Innis an. Wenn ihr nur Farm, also nur das Gefarmte sehen wollt, also Innis und Farm, guckt ihr euch das an. Wenn ihr nur Hauptstory seht, guckt ihr euch nur die Hauptstory an. Also klar, Hauptstory und Klassenquests können. Das habe ich schon mal gesagt. Es können auch welche zusammenfallen, aber das Hauptaugenmerk in den einzelnen Parts liegt dann halt immer auf dem jeweiligen Thema. Es kann auch immer mal wieder was dazwischen sein. Wie zum Beispiel eine kleine Nebenquest oder sowas. Kann immer mal sein, weil wir halt den Part füllen müssen. Aber das Hauptaugenmerk wird auf den jeweiligen Themen liegen. So. Und wie gesagt, das ab Stufe 10. Also voraussichtlich ab dem nächsten Part. Genug erklärt. Wir machen weiter. Am liebsten würde ich dich sofort einstellen. Aber da du es mit Bauern zu tun haben wirst, die früher ihren Lebensunterhalt als Raub. Hauptmodernen Piraten verdient haben, muss ich zuerst sicherstellen, dass du auch der Gefahr entsprechend gerüstet bist.
Denn ohne passende Rüstung werden diese Bauern ein leichtes Spiel mit dir haben und dich mit ihren Sichen und Mistgabeln kitzeln, wie sie es von den übelsten Piratenbanden gelernt haben. Was sollen wir, und das wollen wir doch nicht, oder? Sprech mich noch einmal an, sobald du ausgerüstet bist. Dann überprüfe ich, ob auch alles richtig sitzt. Rüste dich an Kopf, Rumpf, Händen, Beinen und Füßen mit Gegenständen von mindestens Gegenstandsstufe 5 aus und sprich dein Mist Delvian. Ja. Ausrüstung. Du kannst Ausrüstung betrachten, anlegen und entfernen. Oh Gott, Entschuldigung. Indem du im Hauptmenü Charakter auswählst oder C auf die Tastatur drückst. Um einen Gegenstand auszurüsten, wähle zunächst den gewünschten Slot aus. Dadurch öffnet sich dein Arsenal. Von wo aus du einen Gegenstand zum Ausrüsten auswählen kannst. Wähle dein Anlegen im Untermenü, um den Gegenstand auszurüsten. Hast du dich ausgerüstet? Dann lass mal sehen. Und das sieht doch schon ganz ordentlich aus. So kann ich dich beruhigt losziehen lassen. Viele Piraten, die sich als Bauern niedergelassen haben, sind unzufrieden, weil es ihnen an den nötigen Sachverstand fehlt, um in der Landwirtschaft erfolgreich zu sein. Das macht sie aggressiv und dem einen oder anderen rutscht schnell mal die Faust aus. Und mit deiner neuen Ausrüstung bist du gut gewappnet. Also auf gute Zusammenarbeit. So. Und falls ihr euch halt wundert, warum wir jetzt eher, also warum wir Stufe 9 sind, aber Hauptquest, also Mainquest, nur Stufe 5, beziehungsweise ist immer noch Stufe 5, ja. Wir haben sehr viele Nebenquests vorher gemacht. Für alle, die jetzt natürlich noch eingeschaltet haben, erkläre ich das. Oh, Entschuldigung, ich habe nicht viel geschlafen gedacht. Und weil die Hauptquest halt sehr, sehr, sehr viel Erfahrung bringt. Also, klar, ich werde so 3 bis 4 Klassen als Hauptklasse, also nicht wirklich als Mainklasse, da werde ich eine, also meine Lieblingsklasse als Mainklasse wieder nehmen. Das dauert aber noch ein bisschen. Und alle anderen so nebenher. Das heißt, ich werde einen Tank, einen Heiler, einen DD und dann entweder von einem der 3 Brigen noch einen extra. Und damit werde ich dann quasi so die Hauptstory mit leveln. Also durch die Hauptstory mit leveln. Deswegen sind wir hier noch Stufe 5, damit ich die anderen 2 Klassen. Also eine werden wir nur mit Bestiarium und Nebenquest leveln, größtenteils. Und die andere werden wir jetzt nur mit Hauptstory leveln. Dafür darf das hier aber nicht so hoch sein. Deswegen wird das heute nur ein kurzer Part. Ah, Ash, du bist es. Gut siehst du aus. Stärker. Brauche eine zuverlässige Abenteuerin für eine Aufgabe. Wirst du diese Abenteuerin sein? Ich werde es gleich erklären. Wo soll ich beginnen? Du hast doch von den Gerüchten gehört, dass Bürger aus der Umgebung von Limsa spurlos verschwinden. Was das mit dem Sommerfurthöfen zu tun hat? Nun, in der Nähe schleichen zwielichtige Typen mit blauen Tätowierungen im Gesicht herum. Lassen meine Arbeiter nicht aus den Augen. Sogar meine abgebrühten Arbeiter haben Angst. Sie meinen, dass es sich um einen Entführer oder eine ganze Bande davon handelt. Jedenfalls hört man Übles. Jetzt muss ich nicht nur mit den Faulpelzen unter meinen Arbeitern herumschlagen, sondern auch mit den aktiven Freibeutern, die die fleißigeren verängstigen. Und die Arbeit bleibt liegen. Kannst du der Sache nachgehen? So kann man ja nicht vernünftig auf dem Feld arbeiten. So gefällst du mir, Ash. Mehr Unterbrechungen brauche ich auf den Höfen wirklich nicht. Am besten siehst du dich mal bei der Klagegrotte um. So soll das Gesinde zuletzt gesichtet worden sein. Bestimmt haben sie dort ihr Nest. Pass auf dich auf. Wer weiß, mit wem wir es hier zu tun haben. So. Ich musste gerade niesen. So, Nebenquest nehmen wir natürlich jetzt gerade noch nicht ein. Das machen wir dann beim nächsten Mal quasi. So, unbedingt. Ah, okay. Nee, war jetzt nicht viel. Aber ein bisschen. So.
Dann wollen wir doch mal. Gott, müsste hier hinten sein. So, den Lamm-Eintopf packen wir mal hier hin. Das packen wir mal hier hin. Das packen wir mal hier hin. Und hier sind sogar Viecher, die wir benötigen. Hier, das zum Beispiel. Bestiarium würde halt zum Beispiel eher beim Leveln, also entweder bei den Classic-Quests oder bei Farmen beziehungsweise Innis und so weiter reinfallen. Aber da das jetzt hier nun mal auf dem Weg liegt, das wäre schade, wenn wir das jetzt wann anders machen. Also hier wieder weggehen und ne, das links liegen lassen. Deswegen machen wir das einfach jetzt. Da kriegen wir ja auch noch mal ein bisschen Erfahrung für unser Tun, was wir da tun wollen und so, ne? Ihr versteht. Nun beginnt ein Instanzkampf. Solche Kämpfe treten nur bei besonderen Aufträgen auf. Lies den Tutorial-Text gut durch und stell dich dann der Herausforderung. Ich hasse die Dinger übrigens. Besondere Gefechtszonen. Du bist im Begriff, eine besondere Gefechtszone zu betreten. Diese Gebiete sind für entscheidende Schlachten vorgesehen, in denen besondere Umwelteinflüsse oder mächtige Bossmonster vorkommen. Zonenziele können in der Aufgabenliste eingesehen werden. Für die Dauer des Kampfes ist es nicht möglich, die rote Linie zu überschreiten, die im Feld angezeigt wird. Du verlässt die Zone automatisch, sobald alle Auftragsziele erreicht wurden. Okay. Der Kampf von bis es mich im Tod umfängt, beginnt. Dieser Inhalt unterliegt einer automatischen Stufenanpassung. Wenn der Charakter den folgenden Wert übersteigt, wird eine entsprechende Anpassung vorgenommen. Stufe 9. Wir sind Stufe 9, also werden wir auch nicht runtergestuft. Wir sind auf der höchsten Stufe. Wären wir Stufe 10 oder 11, würden wir runtergestuft werden. Ich Stopp. bin die Ah. Welle, die mich auf dem Rücken trägt. Ich bin der Wind, der Gischt auf alle Wellen schlägt. Ich bin die tausend Sterne hoch am Firmament, das Morgenrot, dem Meer geboren, bis es mich im Tod umfängt. Das Requiem der Seeleute. Für das Meer geboren und wieder zu ihm zurückgekehrt, das ist das Leben in den Augen der Limsa. Sie beten für die Fischer, dass sie am Ende des Tages sicher an Land zurückkehren, und für diejenigen, die ein Leben an Land gewählt haben, dass ihre Seelen dereinst zum Meer zurückfinden mögen. Lass mich raten, du bist diese Abenteurerin, die sich seit kurzem bei dem Sommerfurthöfen aufhält? Ich war auf der Suche nach einem Entführer, aber offenbar auf der falschen Fährte. Oder vielleicht doch nicht? Diese Schwankungen im Äther konnten keine natürliche Ursache haben. Und auch, dass wir hier zusammentreffen und prompt attackiert werden, ist sicher kein Zufall. Aber wer will uns hier zum Schweigen bringen? Wie auch immer, mit dem hier werden wir schon fertig. Und damit habt ihr einen meiner absoluten Lieblingscharaktere getroffen. So, das kann etwas dauern. Als Tank haben wir da nicht ganz so viele Möglichkeiten, das hier schnell zu beenden. Allerdings braucht die mysteriöse Druidin etwas, bis es da fertig ist. Ich habe aber jetzt gestern mit meinem anderen Charakter, den ich zum Streamen benutze, etwas Tank-Nachhilfe bekommen.
Also nicht für den Marodeur, sondern für den Gladiator bzw. der AK Paladin. Ja. Es wird wahrscheinlich. Ich sage jetzt einfach nochmal, Klassen, die es wahrscheinlich werden, wenn ich hier das ganze Ding mache. Aber mache ich, glaube ich, gleich. Wobei, na gut. Oder? Doch. Ja? Kommt die Sequenz? Doch, ich glaube, die Sequenz kommt jetzt. Puh. Trägerin des Kristalls. Höre Heidelins Ruf. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Durch deine Taten offenbaren sie sich. Schon bald. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. Geh nun, mein Kind, und lasse die Welt in Glanz erstrahlen. Bist du wieder bei dir? Wie ich es mir dachte, sie war von einem fremden Willen gelenkt.
mal, was im Rücken der Gubu steckte. Ein Seilermesser. Das benutzen Schiffer, wenn sie Seile herstellen. Sieht ganz so aus, als wären Seeleute in die Sache verwickelt. Und du, bist du wieder bei Kräften? Du hast wohl einen Ätherschock bekommen. Nach all der Bewegung im Kampf bist du einfach umgekippt. Ein riesiger Kristall? Dir geht's wohl doch noch nicht so gut. Oder kann es sein, dass ich hier genau der Richtigen begegnet bin? Ich muss noch etwas erledigen. Dein Auftraggeber sollte sich vorsehen. Zeig ihm das Messer und sag ihm, dass bald ist es vorbei mit der Ruhe. Durch die Führung des Kristalls werden sich unsere Wege sicher wieder kreuzen. Mist, da habe ich ihm damals zu schnell geklickt. Naja. Dann können wir das jetzt einmal abgeben. Ja, diese Person werden wir noch häufiger sehen. Da bin ich ganz dankbar für. So. Dann können wir einmal nach da oben gehen. Und dann ist tatsächlich unser, fast. Wir wollten ja immer 30 Minuten Parts machen, ne? Ja, gut. Wobei, ich mache das, glaube ich, immer dann, wie es passt. Ich würde halt auch immer gern die Aufträge dann direkt abgeben. Wenn es sich halt anbietet. Gut, wenn etwa 15 Minuten vielleicht dauert. Mit einer Ini zusammen, dann wahrscheinlich ja weniger. Aber mal gucken. Mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Hallöchen. Ash, da bist du ja. Ein Glück, dass noch alles dran ist. Meine Arbeiter haben berichtet, dass sie bei der Klagegrotte Kampfgeräusche und Gebrüll gehört haben. Ich hatte schon gefürchtet, ich hätte dich in den Tod geschickt. Hast du einen Beweis finden können, wer hinter der ganzen Sache steckt? Yep. Das Seilermesser steckt im Rücken der Gobur. So ein Messer gehört ganz klar zur Grundausstattung eines jeden Seefahrers. Hat es nicht übernommen eben. Da haben sich ein paar Piraten auf die Lauer gelegt, um meine Leute zum Freibeuteleben zurückzulocken. Und als du ihnen auf den Pelz gerückt bist, hat ihnen das nicht gefallen und sie haben die Gebur auf dich losgelassen. Die Piraten werden immer mehr. Mir scheint, sie rekrutieren neue Leute. Wir müssen auf der Hut sein. Eine Droide mit einem ungewöhnlichen Messgerät hat dir geholfen? Ah, das war sicher Istola. Sie ist seit einer guten Weile in Limsa und erforscht hier die Ätherströmung. Ab und zu kommt sie auch nach Sommerfurt. Die hat wohl in der Grotte irgendwas gemessen. Ein bisschen unnahbar ist sie schon, aber glaub mir. Entführen würde sie garantiert niemanden. Was man von dem Piratenpakt nicht annehmen kann. Ich muss meine Leute warnen, damit sie nicht noch auf die leeren Versprechungen von Freiheit und Reichtum reinfallen. Und mir womöglich auf- und davonrennen. Vielen Dank für deine Hilfe, Ash. Die Sommerfurthöfe stehen dir immer offen. Vertraue nur auf deine Fähigkeiten. Denn du hast es in dir. Limsa Luminsa braucht Leute wie dich. Nur zu dringend. Nehmen wir das mal. Nein! So kurz davor, das ist doch mies. Das ist echt richtig mies. Ja gut, durch einen neuen Auftrag würden wir das jetzt nicht schaffen. Okay, das wäre jetzt auch ein 7er. Das heißt, das machen wir jetzt natürlich nicht weiter.
Mein 7er wäre jetzt halt schon. Mit 7 komme ich ja nicht noch ganz gut voran, aber. Wir wollen unser Glück ja nicht heraufbeschwören. Wobei, warte, wir haben doch noch einen Auftrag, den wir abgeben konnten, ne? In der Abenteurergilde. Machen wir das so einfach mal. Warte mal. Ah, Achterburg. So, da hinten können wir es abgeben. Ausgezeichnete Arbeit. Dank deinem Herzen zu packen, werden die Dockratten sich ein neues Zuhause suchen. Ein paar Ratten zu erledigen mag nicht einer der typischen Aufgaben für einen Anfängerabenteurer ohne nennenswerte Erfahrung klingen. Aber in diesem Fall hast du der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Die Burg ist eine für die Versorgung der Stadt höchst wichtige Verkehrsader. Nicht auszudenken, wenn die Brücke einstürzen sollte. Die von uns gefertigten Metallplatten sind sehr robust und entsprechen den strengsten technischen Anforderungen. Sie trotzen der salzigen Seeluft problemlos, aber mit dem korrosiven Exkrementen der Dockratten haben unsere Ingenieure nicht gerechnet. Denen hält auf Dauer keine Metallplatte der Welt stand. Nun ja, dank deiner Hilfe ist diese Gefahr nun gebannt. Wir nehmen mal das Geld. So, und damit haben wir Stufe 10 erreicht. Okay, warte mal. Ich weiß gar nicht, ob das hier die AOE-Attacke ist. Ich glaube. Fähigkeit auf Gegner, mit denen du dich im Kampf beantwortest. Okay. So, das wäre das. Damit erhöhe ich meine Feindseligkeit. Okay. Urkraftbalken. Mit dem Erlernen der Fähigkeit Verteidiger wirst du einem hier unbesiegbaren Schutzwall, der die Attacken seiner Feinde stoisch wegzustecken vermag. Ist diese Verteidigungshaltung aktiv, wird sie dir als spezielles Symbol angezeigt werden. Werde immer dann zum Verteidiger, wenn es die Aufmerksamkeit deiner Widersacher auf dir zu halten gilt. Die Erklärung zum Balken kannst du jederzeit über Kommando und Eigenschaften einsehen. Ja, sehr schön. Und damit sind wir jetzt wirklich in der Rolle Tank drin. Und mal gucken, ob wir mit klarkommen. Also ich werde diese Klasse hier wahrscheinlich nicht mit in die Indies reinnehmen erstmal. Aber mal gucken. So, ich beende hier aber den Part und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Ciao!